Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Hessische Landeselternbeirat hat im Jahr 2019 eine Umfrage zum Unterrichtsausfall durchgeführt, weil das Kultusministerium diese Daten bis dahin nicht selbst erhoben hatte. Das Ergebnis der Umfrage sollte die Alarmglocken läuten lassen, denn ein massiver Unterrichtsausfall ist an den Schulen in Hessen zu beklagen. An über 20% der Schulen fallen sogar regelmäßig mehr als 10 Stunden pro Monat aus. Vielen Dank. Und wenn in der Umfrage von Ausfall gesprochen wird, dann heißt das, dass der Fachunterricht nicht stattfindet und die Schüler nach Hause gehen oder sich bestenfalls einen Film anschauen dürfen, um die Ausfallzeit zu überbrücken. Auch die Landesschülervertretung hatte eine solche Umfrage gestartet und war annähernd auf das gleiche niederschmetternde Ergebnis gekommen. Wenn man auf die Antworten des Kultusministeriums zur Großen Anfrage schaut, dann zeigt sich, dass in Hessen zurzeit knapp 50.400 Lehrer an Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen sowie an Gymnasien beschäftigt sind. Noch einmal deutlich, bei dieser scheinbar doch ansehnlichen Anzahl von Lehrern fallen an den Schulen weiterhin sehr viele Stunden aus. Da kann man dem Kultusminister an dieser Stelle nur zurufen, hier herrscht wohl weiter dringender Handlungsbedarf. Zwei weitere Aspekte, auf die hier der Blick gerichtet werden sollte, ist die Altersstruktur der Lehrkräfte und die Entwicklung der Schülerzahlen. Mit Stand vom 1. November 2020 sind ca. 6.600 Lehrer an den eben genannten Schulformen 60 Jahre und älter. Diese knapp 6.600 Lehrer werden also in den nächsten Jahren in den Altersruhestand gehen. Noch nicht eingerechnet sind diejenigen Lehrer, die aus welchen Gründen auch immer vor Erreichen der Altersgrenze früher in den Ruhestand eintreten wollen. Und auf der anderen Seite zeigt die von der Kultusministerkonferenz vorgenommene Berechnung der künftigen Schülerzahlen, dass wir in den nächsten Jahren Deutschland und somit auch hessenweit mehr Schüler haben werden. Die Berechnung für das Jahr 2030 geht von ca. 900.000 Schülern deutschlandweit mehr aus als 2021. Die Kultusministerkonferenz gibt dazu folgende durchaus interessante Begründung ab. Neben einer geringfügig erhöhten Geburtenrate steigt die Zahl der Kinder aus den Familien der Asylbegehrer, die im Zuge der starken Asyleinwanderung seit Mitte 2015 nach Deutschland gekommen sind. Und diese Zahl wird weiter wachsen. Fazit: Bereits jetzt und mit der aktuell vorhandenen Anzahl an Lehrern fällt viel zu viel Unterricht aus. Und für dieses Problem zeigt das Kultusministerium keine ausreichende Lösungsstrategie. In wenigen Jahren werden knapp 6.600 Lehrer, das sind ca. 13% des momentanen Lehrerbestandes, die Altersgrenze erreichen und zusammen mit den früher aussteigenden Lehrkräften in den Altersruhestand gehen. Gleichzeitig wird die Schülerzahl nicht zuletzt durch die Asyleinwanderung steigen, wie die Kultusministerkonferenz ja vorausberechnet hat. Zusammengenommen, wenn jetzt schon so viel Unterricht ausfällt, ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass es schon jetzt zu wenige Lehrer an hessischen Schulen gibt. Bayern, Baden-Württemberg und auch NRW stellen jeweils eine hohe Anzahl an Lehrkräften ein, während Hessen dabei, freundlich ausgedrückt, sich nur sehr moderat, man könnte auch sagen, halbherzig um neue Lehrkräfte bemüht. Hier ist ein dringender Handlungsbedarf angebracht, aber statt entschlossenem Handeln erkennen wir leider nur Stillstand. Ein weiterer wichtiger Punkt neben dem offensichtlichen Lehrermangel ist die Bildungsqualität und die damit verbundene Anforderung an die Schüler. Es ist deutlich zu beobachten, seitdem die Grünen mit im Regierungsboot sitzen, sinken nicht nur die Anforderungen in der hessischen Bildung ständig weiter ab. Ein Umstand, den auch der 18. Bildungsmonitor des Instituts der deutschen Wirtschaft verdeutlicht hat. Hessen belegt zwar den 7. Platz, hat aber nur 9,7 Punkte Abstand zum Schlusslicht Bremen. Zum Primus Sachsen sind es dagegen 17,5 Punkte.
Ein Umstand, den die hessischen Kultusminister der letzten Legislaturperioden direkt zu verantworten haben, weil sie unter anderem reformpädagogische Experimente aus der linken Ecke mitgetragen und umgesetzt haben. Schauen Sie sich doch einfach mal die Mathebücher einer Reihe der letzten Jahre an. Immer weniger Anspruch an die Schüler, immer leichtere Aufgaben. Dafür gleichzeitig immer mehr linksideologische Kompetenzanforderungen. Meine Damen und Herren, wir von der AfD stehen dazu, dass Schüler bestmöglich gefördert, aber gleichzeitig auch gefordert werden. Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Lernstrategien, also die Wissensvermittlung, muss zentrales Anliegen der Schule sein. Eine Politik, die eine sich nach unten angleichende Einheitsschule anstrebt und dabei erhebliche Qualitätsverluste hinnimmt, bedroht nicht nur die Zukunftsfähigkeit der jungen Menschen, sondern auch die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft und unseres Landes. Das Ergebnis dieser fehlgeleiteten Bildungspolitik ist deutlich zu sehen. Unsere Schüler besitzen nicht mehr die Grundkenntnisse, die in der Berufsausbildung oder im Studium benötigt werden. Nicht ausbildungsfähig heißt es da aus den hessischen Handwerksbetrieben und der Industrie. Auch fehlt es an der erforderlichen Allgemeinbildung, die zur verantwortungsvollen Wahrnehmung der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten notwendig ist. Meine Damen und Herren, sorgen Sie im Sinne der Schüler und des Landes dafür, dass es genügend ausgebildete Lehrkräfte an den Schulen gibt, dass den Schülern Wissen breit und tief vermittelt wird und dass die Anforderungen in der Bildung wieder nach oben geschraubt werden. Sorgen Sie dafür, dass hessische Schüler ausbildungsfähig werden, denn nur so können Sie dem Fachkräftemangel auch sicher entgegentreten. Es muss zum Wohl der jungen Menschen endlich Schluss sein mit dem weiteren Abrutschen des hessischen Schulsystems. Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf den dringlichen Antrag. Herr Enners, Entschuldigung, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Meine Damen und Herren der Linken, einen pauschalen Anstieg der Besoldung auf A13 für Grundschullehrkräfte lehnen wir ab. Aber man sollte hier wirklich prüfen, ob man mit einer Anhebung gegebenenfalls einen Wettbewerbsvorteil auf dem Stellenmarkt in der Anwerbung von Lehrkräften erreichen könnte. Nur das wäre für uns ein akzeptabler Grund, die Besoldung für Grundschullehrkräfte anzuheben bzw. einen solchen Punkt zuzustimmen. Unter Punkt 5 in Ihrem Antrag beantragen Sie eine möglichst umfangreiche pädagogische und fachdidaktische Ausbildung für Quereinsteiger. Das Wort möglichst bedeutet dann ja wohl, wenn es keine umfangreiche Ausbildung für Quereinsteiger gibt, dann ist das irgendwie vielleicht auch gut. Aber, meine Damen und Herren, hessische Schüler verdienen nun mal sehr gut ausgebildete Lehrkräfte und keine möglichst gut Ausgebildeten. Die anderen Punkte spare ich mir jetzt. Lediglich zum Punkt 9 könnte ich Ihnen meine Zustimmung geben. Aber ein Punkt ist halt ein bisschen dünn. Und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank.